Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Turnier Ja. von Fight Night Champions, genau, von Zubai. Ich bin wieder der Onkel und wieder mit dabei mein Gegner und Erzfeind, Blue Hunter. Ja, moin, moin. Dieser spielt heute Joe Frazer, den ich mal netterweise abgegeben habe, gegen Muhammad Ali, den ich netterweise nicht abgegeben habe. Ich Ja, bin ja nicht doof. Und ja, ich glaube auch, dieses ganze Turnier durfte man eigentlich nicht zu ernst nehmen hier. Es ist einfach nur Spaßturnier. Ansonsten, ich glaube, wenn wir das selber ernst nehmen würden, dann würden wir hier viel verbissener kämpfen. meinst Obwohl, du? wir versuchen ja schon irgendwie zu gewinnen. Ne? Ja. Auf jeden Fall das letzte Match, das solltet ihr euch mal angucken. Evander Holly, nee, Lennox Lewis gegen Evander Holyfield, doch, war schon richtig. Waren sehr lustige Sachen dabei. Müsst ihr mal, gestern kam das, müsst ihr mal reingucken. Ja, Joe Frazier gegen Muhammad Ali. Ich bin 25 Jahre, leider an Alzheimer. Okay, war nicht witzig, ich weiß. Joe Frazier. Muhammad Ali's entrance here. What a ring walk. Da kommt doch der Muhammad Ali. Muhammad. Alle Oh, machen. ich schreibe den hier die ganze Zeit falsch bei mir auf der Liste. Der wird ja mit Doppel-N geschrieben. Ja. Ich hab die ganze Zeit. Mit eigenem. Richtig. Und warum erzähle ich euch das? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es nie gewusst. Hätte es nie rausgefunden. Naja. Wah, 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 wah. In the blue corner, hailing out of Beaufort, Smokin' Joe Frazier. And he's a bullet across the ring. Muhammad Ali. Muhammad. Muhammad. Ding, 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 ding. Touch them up. Well, they're scheduled to go to full 12 here tonight. Oh, erst zwei Schläge saßen schon mal. Really good work right there, landing the two punches in sequence by Joe Frazier. Na 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 na. Solid straight right hand. Na 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 na. Teddy, most ringside experts feel that this is very much going to be a tactical fight. Yeah, both these guys throw punches like they're paying for them. And guess what? They're both cheapskates. This. Needs to improve that accuracy, missed with the headshot. Ali's starting to score at ease against his opponent there. Combination, you're really hitting your groove. Wow, a big flush blow, the left hand by Joe Frazier. Wow, wow. Ich hab mich selber jetzt ausgenockt, verdammt. Ich habe mich gerade selber ausgenockt, indem ich meine Ausdauer bis zum Anschlag gedingst habe. Gedingst. Bumst. Ja. So he goes down, but able to get up to his feet. Teddy, what should he be thinking about now? Well, right now, just surviving. But if he survives, then he better figure out why he was put on the floor. Good, strong uppercut. He comes right back with it after taking one. Super two-punch combo by Muhammad Ali. Ali's punch didn't come close. He got all into that one. That was a solid uppercut. Meinst du? When you fight Joe Frazier, you want to stay away. Well, that's half of the equation, Joe. The other is you want to make sure he stays away. And you want to make sure that you make him pay a price for every inch of real estate he tries to earn. And
is my favorite punch there is. A forceful uppercut by Joe Frazier. Hello. The combination punching now scoring well by Muhammad Ali. Oh. Oh. Ja, da wurde jetzt ganz schnell ruhig um den Ring herum. Ja, so schnell kann es gehen. Alle sitzen da, den Mund offen und denken sich, was ist denn hier los? What's going on with this shit? Ui, Popo. Recuperative powers are proving to be very strong right here. This is the start to the round he wanted to have, coming off a round where he was clearly damaged. Great right was lined up, but he missed. Good solid right hand lands. Komm. Frazier's trying to survive this. Oh, that's... Geh nicht zu Boden, Mann. Wieso? He just went down, and not the way he wanted it to go. He's standing on the outside. Ach, the blue. One, two. Brrr. So the Feder on the blue. You know he's going to try to respond here as Frazier gets back up after the knockdown. Not hitting his mark there, going upstairs. Effective work with that flush overhand right. Bam. Ali's hitting the mark right now. How precise was he there with that three-punch combo? He just missed that shot up top. Right hand over the top, very accurate with it. Gets rid of that. It was intended for his head. Muhammad Ali, and bang, and away he goes. What a nice job by Frazier's opponent that time. Getting right into the kitchen against Joe. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Da war es wieder umgekippt. Schön. Teddy, I question though if he'll be able to go on. What does he have to do? Well, he's got to know what to do, but what not to do. Don't use your legs. Don't try to move because that's the inclination. Get on your bike. No, the bicycle's not there. You got flat tires. What you got to do is grab on the inside, clear your head. Well off the mark by Joe Frazier. Bam, bam, bam. I think Joe Frazier needs to bulldoze his way in and start. What a big shot! How is he gonna survive Pop. This once again? He hits. Was tut er mal, ne? Was tut er mal jetzt, oder? Was tut er mal? Oh, Bruder. One, two, three, four, five, six. Na? Drecksack. Oh, guck mal. Das war ja mal ein zerdrücktes Gesicht. Das war ein zerdrücktes Gesicht. Was denn? Warten ab. So, liebe Freunde, das war's auch jetzt schon wieder vom Achtelfinale. Wir sehen uns dann morgen bei Mike Tyson gegen Wladimir Klitschko wieder. Ja, ich werde Wladimir Klitschko verlieren. Naja, Wladimir Klitschko. Und ja. Sehen wir uns dann halt eben morgen wieder, ne? Wenn jetzt hier schon vorbei ist, ist vorbei. Kann ich jetzt nichts dagegen machen. Ich kann nichts tun. Blue wollte auf die Matte, er wollte sich schlafen legen und ja, müssen wir akzeptieren, wenn Blue müde ist, muss er sich hinlegen. Dreck sein, du. Ne? Und ja. Okay, dann würde ich sagen. Müssen wir einfach akzeptieren, wenn er müde ist. Tja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, das war. Tschüss. Tschüss.